Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Wir sind nicht allein. Abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Glocke und verpassen Sie keine neuen Videos über Erich von Däniken, die Paläoceti, Präastronautik, Mysterien und ungelöste Rätsel der Geschichte. Folgen Sie mir auf Facebook und Instagram. Denn wir sind nicht allein. Tatort, die Kathedrale von Gent in Belgien. 1934 verschwindet eine Tafel des Genter Altars. Das weltberühmte Gemälde soll den Schlüssel zum geheimnisvollsten aller kirchlichen Symbole enthalten. Fiel der in die Hände der Nazis oder ist er in der Kathedrale versteckt? 1 Milliarde Christen glaubt an die 10 Gebote. Doch wo ist jene Bundeslade mit den Steintafeln, die Gott einst Moses gab? Ihr Verschwinden ist für die christliche wie die jüdische Welt eines der größten Rätsel, das ihnen die Bibel aufgab. Jetzt führt eine heiße Spur in die heilige Stadt Aksum nach Äthiopien. Moslems zieht es nach Mekka, Christen pilgern nach Santiago de Compostela. Im spanischen Wallfahrtsort soll Jakobus der Ältere begraben liegen. Doch jedes Jahr könnten Millionen Pilger auf das falsche Ziel setzen. Der Apostel Jakobus hat Compostela wahrscheinlich weder gesehen, noch liegen hier seine Gebeine begraben. Wer sagt die Wahrheit? Ist das Turiner Grabtuch das Leichentuch Christi? 1988 erklärt es der Vatikan als Fälschung. Doch der italienische Fotograf Pia erkannte schon 90 Jahre zuvor einen gekreuzigten Mann auf dem Tuch in dreidimensionaler Darstellung. Falsch oder echt? Glauben oder Wissen? Szenen aus dem Heiligen Land. Wo einst Johannes der Täufer das Kommen des Messias verkündet hatte, sucht ein Beduinenjunge seine Ziegen. Er wirft einen Stein und entdeckt die Schriftrollen vom Toten Meer. Bis heute streiten die Gelehrten über deren Aussagen. Gab es ein Christentum vor Christus? Muss die Religionsgeschichte neu geschrieben werden? Diese mehrteilige Dokumentarserie sucht Spuren statt Mythen in der Geschichte des Christentums. Die Autoren suchen nüchterne Erklärungen für die großen Rätsel der christlichen Glaubensgeschichte. Lire ist ein kleines, verschlafenes Dorf in Frankreich. Hier begann der Streit um eines der größten Rätsel der Zivilisationsgeschichte. Und bis heute befehden sich namhafte Wissenschaftler. Im Jahre 1389 berichtet ein französischer Bischof an den Heiligen Vater. Hinterlistig und von Habgier besessen haben die Priester von Lire für ihre Kirche ein geschickt bemaltes Tuch in ihren Besitz gebracht. 1988, 600 Jahre später, erklärt der Kardinal von Turin. Nach sorgfältiger wissenschaftlicher Untersuchung kommen wir zu dem Schluss, das heilige Grabtuch stammt aus der Epoche zwischen 1360 und 1290 nach Christus. Der französische Bischof im Jahre 1389. Das Tuch zeigt ein Gesicht, angeblich das Antlitz unseres Erlösers Jesus Christus, wie er im Grab liegt und auf die Wiederauferstehung wartet. Nach bestem Wissen ist heute anzunehmen, Jesus wurde in dieser Gruft in Jerusalem, in den Ruinen einer römischen Kaserne, erstmals körperlich gequält, verspottet und grausam ausgepeitscht, ehe sie ihn zur Kreuzigung führten. Hier floss das erste Blut. Und nach einiger Leute Überzeugung ist es 2000 Jahre später noch immer auf einem Tuch zu sehen, auf dem angeblichen Leichentuch von Jesus Christus.
Der britische Schriftsteller Ian Wilson hat mehrere Bücher über das Grabtuch verfasst. Anhänger wie Kritiker seiner Erkenntnisse respektieren Fachniveau und Gründlichkeit des Autors. Ian Wilson versucht, die Echtheit des Leichentuches nachzuweisen. Dieses von Jahrhunderten angefressene Stück Leinen hat etwa doppelte Körperlänge, ist voller Flecken und leicht angesenkt. Schwach ist ein Gesicht zu erkennen, doch deutlich genug, um Pilger zu überzeugen, dies muss das berühmte Leichentuch von Jesus Christus sein. Die Blutspuren stammen von den durch Hände und Füße geschlagenen Nägeln, die Blutspritzer vom Tragen der Dornenkrone. Die Flecken auf der Rückseite erklären sich mit den tiefen Wunden nach dem Auspeitschen. Um es vorwegzunehmen, die Frage nach der Echtheit des Grabtuches ist gleichbedeutend mit der Frage, starb Jesus Christus am Kreuz oder überlebte er vielleicht die Kreuzigung? Wer ist das? Jesus von Nazareth oder das Ergebnis einer genialen Fälschung? Über Jahrhunderte galt das Leichentuch als ein von Gott gesandtes Zeichen des Himmels. Das Grabtuch liegt in einem Sarg im Dom von Turin und für viele Menschen ist es zweifellos das wahre Leichentuch von Jesus Christus. Das Leichentuch als verehrte Reliquie und als wissenschaftlich umstrittenes Objekt zugleich. Die Mehrzahl der Experten bestätigte die Echtheit des Grabtuches. Doch im Oktober 1988 veranlasste der Vatikan erneut eine Überprüfung mit der bekannten Radiokarbon-Methode. Das vernichtende Urteil, das Heiligtum sei eine Fälschung aus dem Mittelalter. Seither beschimpfen und bezichtigen sich Wissenschaftler gegenseitig. Professor Edward Hall von der Universität Oxford ist überzeugt und verteidigt seine Auffassung nachdrücklich. Da gibt es doch heute noch Menschen, die glauben, die Erde sei flach, aber denen hört normalerweise keiner zu. Und ebenso gibt es solche Unverbesserlichen im Falle des Leichentuches. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit ist das Grabtuch eine Fälschung. Kein wissenschaftlich umstrittenes Urteil bleibt unwidersprochen. Der Oxford-Professor Michael Tite wurde sogar öffentlich eines Komplotts gegen das Leichentuch, eines Angriffs gegen eine heilige Reliquie beschuldigt. Doch Professor Michael Tite, damals Chef des Forschungslabors des Britischen Museums, bekräftigt seine Feststellung. Ich bin nach Überprüfung mit der Radiokarbon-Methode überzeugt, das Grabtuch wurde im Mittelalter hergestellt. Das müssen die Menschen jetzt endlich akzeptieren. Und andere müssen herausfinden, wie das Gesicht damals auf das Tuch kam, statt unsere Methode anzuzweifeln. Doch das Leichentuch bleibt in jedem Fall ein Rätsel. Das Grabtuch ist ein so starker Inbegriff von Frömmigkeit und Emotion, dass ich den Widerstand gegen das Ergebnis der Radiokarbon-Methode verstehen kann. Von Manipulation ist die Rede. Die beteiligten Wissenschaftler kenne ich persönlich und ich bin von ihrer Ehrlichkeit absolut überzeugt. Also nehmen wir ihre Behauptung als Arbeitsthese. Das Grabtuch sei eine Fälschung. Was wäre, hätte tatsächlich ein genialer Fälscher im Mittelalter Hand angelegt und alle Gläubigen unbemerkt aufs Kreuz gelegt? Subito, subito! Non perder tempo! Die Echtheit des Tuches hätte kaum jemand in Frage gestellt. Nur eine zufällige Entdeckung entfachte die Diskussion. Ende des vergangenen Jahrhunderts obsiegt wissenschaftliches Denken über Mystizismus und Spekulation. Auch in Turin soll das Grabtuch Christi im Keller verschwinden. Vorher jedoch wird es für die Archive abgelichtet.
Dabei macht der Fotograf Secundo Pia im Jahre 1898 eine verblüffende Entdeckung. Das mit bloßem Auge kaum erkennbare Gesicht ist tatsächlich ein deutlich hervortretendes fotografisches Negativ. Dieses Gesicht weckte bei mir größtes Interesse an dem Grabtuch. Nicht als Reliquie, sondern als Foto. Wie konnte jemand 500 Jahre vor Erfindung der Fotografie ein solches Negativ herstellen? Und dieses Negativ löste überall wissenschaftliches Interesse aus. Mit wachsender Neugier stieg auch der Glaube an die Echtheit des Tuches, bis die Radiokarbonuntersuchung das Gegenteil besagte. Das Tuch sei eine künstlerisch außerordentlich bemerkenswerte Fälschung, aber eben eine Fälschung. Isabel Piszek floh im Alter von 13 Jahren aus Ungarn. Schon als junge Künstlerin fertigte sie im Vatikan ihr erstes Wandgemälde. Heute zählt sie zu Amerikas bekanntesten Malern. Isabel Piszek untersuchte das Grabtuch auf eine mögliche Fälschung. Gehen wir davon aus, dass das Tuch von einem Künstler gefälscht wurde, dann muss ein anderer Künstler beurteilen, ob es für einen Menschen möglich ist, das Turiner Grabtuch zu fälschen. Niemand hat im Verlaufe der Kunstgeschichte jemals ohne Konturlinien gemalt. Aber das Turiner Grabtuch hat keine Konturlinien. Das ist die erste Bombe, die in die Theorie von einer Fälschung platzt. Auch wenn ich beim Arbeiten diese Konturlinien vermeiden will, es ist unmöglich. Das Material selbst würde die Umrisse einer Pinselführung sichtbar machen. Und die zweite Bombe, die die Theorie von einem bemalten Tuch platzen lässt, der Körper von Christus zeigt auf dem Tuch einen sehr starken perspektivischen Effekt. In der Kunst nennen wir das zeichnerische Verkürzung der Perspektive. Damit platziert man einen menschlichen Körper oder ein Objekt in die verschlungenen geometrischen Linien der Perspektive. Ja, verkürzt zeichnerisch seine Formen. Der Körper scheint flach zu liegen. Die Hände verdecken die Genitalien. Doch dafür müssen die Arme sehr lang sein. Also verkürzen wir hier zeichnerisch die Oberschenkel. So die Künstlerin. Der Körper scheint, wie auf dem Leichentuch auch, ausgestreckt dazu liegen. Tatsächlich aber liegt er gekrümmt, wie damals auch der Tote am Kreuz. Nur so können die Hände die Genitalien abdecken. Nur die Perspektive täuscht einen ausgestreckten Körper vor. Doch die Künstler des Mittelalters kannten weder den Umgang mit der Perspektive noch die komplizierte Darstellung von Wunden. Hier sind Narben von der Dornenkrone, dort Schrammen an der linken Stirn. So Professor James Cameron, einer der führenden Pathologen in England. Auch hier sind Blutflecken kenntlich. Würden wir das Ganze rumdrehen und von hinten betrachten, könnten wir aus den einzelnen Blutflecken und der Verteilung des Blutes die Bewegung der Arme rekonstruieren. The movement of the arms when the blood was flowing. Schaurige Einzelheiten eines grausamen Todes. Hätte ein Fälscher im Mittelalter all diese Details wissen können? Höchst unwahrscheinlich auch bei dem nächsten Beispiel. Bis heute zeigen alle Darstellungen Christus am Kreuze mit Nägeln durch die Hände gebohrt. Doch heute ist bekannt, dass die Römer die Nägel tatsächlich durch das Handgelenk trieben. Dabei wird automatisch der Daumen bewegt. Die Verletzung des Mittelnerves durch den Nagel zwingt den Daumen nach innen, etwa so.
Und auffallend identisch sehen wir das auf dieser Darstellung des Grabtuches. Man müsste sich jetzt nur die andere Hand vorstellen. Hatte im Mittelalter irgendjemand dieses anatomische Wissen? Wohl kaum. Auf der Rückseite des Tuches erkennen wir die Narben der römischen Peitsche, erklärt der Pathologe Professor James Cameron weiter. By the Roman flagra coming into contact with the marks there and there. But wurde ein Verurteilter zur Kreuzigung geschickt, musste er das Kreuz selbst tragen. Er war mit den Armen daran festgebunden. Rechtshänder liefen so. Wurden sie getreten, stolperten sie und fielen auf ihr linkes Knie und schlugen mit der linken Stirnhälfte auf. Und sehen wir uns das auf den Bildern vom Grabtuch an, dann erkennen wir eine Schramme am linken Knie und eine Abschürfung an der linken Stirn. Und das ist der Rücken mit all den Prellungen und Schürfwunden. Isabel Pisek ergänzt: Das Turiner Grabtuch erfordert einen völlig neuen Denkansatz, den ein Künstler niemals gehabt haben kann. Es ist völlig außerirdisch und unnatürlich, gegen alle Naturgesetze. Das Gesicht auf dem Tuch ist tatsächlich dreidimensional. Diese Darstellung ist heutzutage nur mit einem Computer möglich, weder von einem Maler im Mittelalter noch der Gegenwart dreidimensional reproduzierbar. Das Turiner Grabtuch eine Fälschung? Rückblick nach Frankreich in das kleine Provinznest Liray im Jahre 1350. Liray, France, a modest church. Ein Dorf mit einer bescheidenen Kirche, kleinen Häusersiedlungen. Viele von ihnen verlassen. Vor etwa 5 Jahren lief ich erstmals über diese Brücke. Und heute ist sie noch verrotteter als damals. Doch hinter der Brücke lag das befestigte Haus, die Burg des Ritters Geoffrey de Charny. Er lebte um 1350 und plötzlich stellt sich heraus, er war der erste Mensch, von dem man weiß, er war tatsächlich im Besitz dieser höchst rätselhaften Reliquie. Hätte dieser ominöse Ritter eine Fälschung in Umlauf gebracht, es wäre das Werk eines unentdeckten Genies der Vergangenheit. Weder sind Farbspuren nachweisbar, noch ein Material, das das Negativbild speichern könnte. Rekonstruktionen, den Abdruck eines menschlichen Körpers auf einem Leinentuch zu produzieren, endeten mit nichtssagenden Flecken. Ein Fälscher im Mittelalter hätte zu viele Dinge wissen und beachten müssen. Er hätte 3D-Darstellungen beherrschen müssen, die wir erst seit kurzem kennen. Und das versteckte Negativbild und so weiter. Aber warum in solchen Dimensionen denken, wo doch im Mittelalter ein Knochenfund einfach als Finger von Johannes dem Täufer zu erklären war? Ein Satz genügte, um irgendetwas zur Reliquie zu erklären und damit Geld zu machen. Das Grabtuch ist ein zu komplexes Rätsel, um einfache Antworten zu finden. Doch es gibt reichlich Beweismaterial, um Theorien so oder so zu erhalten. Zum Beispiel dieses Stück Stoff. Es ist eine präzise Nachbildung des echten Grabtuches, aber frei von Verunreinigung und Flecken. Beachten Sie diese kleinen Löcher, die auch auf dem Original zu finden sind. Der Vergleich zwischen Kopie und Original gibt interessanten Aufschluss, denn das echte Grabtuch wurde bei einem Feuer nachhaltig beschädigt. Geschmolzenes, heißes Silber tropfte auf das Original, hinterließ Brandlöcher. Die Kopie ist äußerst wichtig. Sie stammt aus dem Jahr 1516. Das Feuer fand erst im Jahr 1532 statt. Und wir sehen demzufolge keine Brandspuren. Aber hier erkennen wir Brandflecken, die offensichtlich aus der Zeit davor stammen.
Diese Erkenntnis passt mit einer Entdeckung in einer Schrift aus Ungarn zusammen, datiert aus dem Jahr 1192. Footprints in time. We find them 1192 on a manuscript from Hungary. Professor Jérôme Lejeune zieht daraus einen klaren Schluss. Das Leichentuch habe, entgegen den Untersuchungen, eine Geschichte vor dem Jahre 1350, vor dem Datum seiner angeblichen Fälschung. Im Gebetbuch von Budapest malte ein Künstler den toten Christus mit nur vier Fingern, genau wie auf dem Grabtuch abgebildet. Le pouce est refermé. Der Daumen ist auf die Innenseite der Hand gezogen. Und der Maler, der das genau so im Jahre 1192 darstellte, ist der einzige Künstler, der im Mittelalter die Hand so abgebildet hat. Niemand sonst außer ihm. Und sehen Sie sich die Position der Brandflecken an. Sie ist identisch mit der auf dem Originalgrabtuch. Schlussfolgerung? Zweifelsfrei zeichnete der Künstler das Gebetbuch vor dem Jahre 1200. 150 Jahre vor dem angeblichen Fälschungsdatum, das mittels Carbondatierung ermittelt wurde. Man sollte diese Methode und das Datum nochmals überdenken, denn es scheint mir unmöglich, Löcher in ein Stofftuch zu machen, ehe die Baumwolle geerntet ist. Avant que le lin ait été récolté, il est forcé. Que nous soyons obligés de reconsidérer la datation du carbone 14. Ein amerikanischer Wissenschaftler hat die Spurensuche noch intensiviert, die Geschichte weiter zurückverfolgt. Professor Alan Wenger meint: Wir bemerken dieses quadratische Kästchen auf der Stirn direkt über den Augen. Und hier zeichnet sich ein V ab, das herunterhängt. Wir kamen zu dem Schluss, es könnte sich um ein jüdisches Stirnband handeln. In Vergleichstests mit solchen Stirnbändern aus dem ersten Jahrhundert ergab sich Deckungsgleichheit. Dieses Modell verdeutlicht Einzelheiten. Es ist nach der Vorlage vom Grabtuch gefertigt. Ein winziges Lederkästchen. Das V ist das aufgeschnittene Vorderteil, aufgeschnitten zum Zeichen der Entweihung. So sieht das Ganze am Kopf getragen aus. Außerdem konnten wir nachweisen, dieses V ist sehr häufig auf frühen Christusdarstellungen zu sehen. Das tiefe Stirnrunzeln auf den Christusabbildungen vor dem Jahr 1000 wiederholt sich immer wieder. War das Grabtuch die Vorlage? Professor Wenger findet Dutzende Übereinstimmungen zwischen dem Leichentuch und dieser frühen Darstellung Christi aus dem 6. Jahrhundert und auf byzantinischen Münzen aus dem 7. Jahrhundert. Sehr eindrucksvoll auch der Kragen, der mit der Vorlage, dem Grabtuch, übereinstimmt. Noch ein Beispiel im Detail. Das Foto zeigt, die Einzelheiten auf der Münze sind kleiner als die Rillen auf meinen Fingerspitzen. Daraus folgt, wer diese Münze gehämmert hat, musste das Bild auf dem Grabtuch als Vorlage haben. Über 145 einzelne Punkte stimmen absolut überein zwischen dem Grabtuch und dieser winzigen Münze. Eine Computeranalyse führte zu der Vermutung, diese so hohl wirkenden Augen könnten mit Münzen abgedeckt sein. Tatsächlich sind die Buchstaben zu erkennen: U, C, A und I. Eine Münze des römischen Kaisers Tiberius. Die Münze stammt aus dem Jahre 29 vor Christus. Der Schweizer Wissenschaftler Max Frey entdeckte in den 70er Jahren auf dem Grabtuch Pollenreste aus Europa. Das bestätigte nur, was wir bereits wussten. Das Tuch war in Frankreich und Italien der frischen Luft ausgesetzt. Doch dann fand ich diese Pollen, Linum mucronatum und Römeria hybrida. Linum mucronatum and this one. Römeria hybrida. Pollen aus der Umgebung Istanbuls, aus dem Südosten der Türkei und aus Palästina und Jerusalem.
Hat das Grabtuch dort seinen Ursprung? Unterstellen wir, das Grabtuch ist keine Fälschung, sondern echt, dann bleibt dennoch rätselhaft, warum es bis zum Fund in Frankreich 1300 Jahre unentdeckt blieb, warum niemand darüber schrieb. Aber weiter zurück in der Geschichte gibt es doch schwache Hinweise und Gerüchte. Das Geheimnis um das Grabtuch könnte doch hier in Jerusalem seinen Anfang haben. In this city of Jerusalem, after all. Die Kirche der Heiligen Grabstätte. Hier habe Jesus, in das Leichentuch eingewickelt, auf seine Wiederauferstehung gewartet. Doch der Lauf der Zeitgeschichte, wechselnde Besatzung und Zerstörung der heiligen Stadt machen eine Rekonstruktion unmöglich. This is probably not the actual tomb. Das ist wahrscheinlich nicht das wirkliche Grab, in das Jesu gelegt wurde. Aber wir gewinnen hier einen realistischen Eindruck, wie es hätte aussehen können. Sollte es Hinweise geben, dass das Grabtuch jemals in Palästina war, dann nahm seine Geschichte hier ihren Anfang. Warum tauchte es nicht direkt wieder auf? Die Apostel hätten sicher Interesse gehabt, ein Stück von Jesus aufzubewahren. Aber auf dem Tuch war ein menschliches Abbild zu erkennen. Und das verstieß gegen jüdisches Recht. Dasselbe Recht erklärte alles für unrein, was je mit einem toten Körper in Berührung kam. Aber wenn hier die Geschichte des Tuches begann, was geschah dann mit ihm? Eine unwiderstehliche Tradition durch den Lauf der Geschichte könnte die Antwort geben. Eine altertümliche Abbildung des heiligen Gesichts entstanden aus der Verehrung und Ehrfurcht italienischer Priester. Diese byzantinische Silberarbeit offenbart die einzig wahre Geschichte des heiligen Tuches. Die Abbildung zeigt König Abgar von Edessa auf seinem Sterbebett. Der König schickt Sendboten, um von Jesus Hilfe zu erbitten. Sie bringen ein Tuch mit dem Abdruck von Jesus zurück. Das Tuch heilt den König auf wundersame Weise. Dies war das berühmte Tuch von Edessa, von dem alle Historiker sprachen, vor allem Gelehrte aus den östlichen Kirchen aus Griechenland und Armenien. Ein Tuch, von dem die Christenheit im Osten spricht, ein Tuch mit dem Antlitz von Jesus. Wurde das Grabtuch im entfernten Edessa bei einem sympathisierenden König in Sicherheit gebracht? Edessa heißt heute Urfa und liegt in der Türkei. Die ersten Jünger von Jesus reisten hierher. Und unter König Abgar wurde Edessa die erste christliche Stadt. Als zwischenzeitlich noch einmal Ungläubige Edessa heimsuchten, versteckten verfolgte Christen das heilige Tuch in einer Stadtmauer, so die Legende. Erst 500 Jahre später wird die Reliquie von den Christen zufällig wiederentdeckt. Für sie ist das Tuch nicht von Menschenhand gefertigt. Es ist das Abbild Christi, einst mit wundersamer Heilwirkung an König Abgar weitergereicht. Die Szene ist auf dieser frühbyzantinischen Zeichnung festgehalten. Doch interessanterweise ist nur der Kopf dargestellt, nicht der ganze Körper. Ich bin überzeugt, das erklärt, warum das Grabtuch über 1300 Jahre nicht erwähnt wurde. Im Griechischen hieß das Mandilion, hieß das Tuch Tetradyplon. Das heißt so viel wie vierfach gefaltet. Faltet man das Grabtuch vierfach, so bleibt nur das Gesicht ohne Körper erkennbar. Ist das Mandilion, ist diese heiligste Reliquie der östlichen Christenheit, identisch mit dem Turiner Grabtuch? Jesus als Gekreuzigter, Jesus als guter Hirte, Jesus mit und ohne Bart, ja sogar als Römer dargestellt. Jesus gleich einem griechischen Gott Apollo, nur noch an den christlichen Insignien über dem Kopf erkennbar.
Über Jahrhunderte hatten Künstler keine Vorstellung, wie Jesus von Nazareth tatsächlich aussah. Doch urplötzlich, nach der Entdeckung des heiligen Tuches von Edessa, ändert sich das Bild Christi schlagartig. Eine Darstellung gleicht der anderen. Now, this fresco is absolutely fascinating. Diese Freske hier ist absolut faszinierend. Leider wurde sie nach ihrer Entdeckung weiter zerstört. Doch ein altes Foto der Wandmalerei gibt Aufschluss. Das quadratische Kästchen zwischen den Augen ist mit der Abbildung auf dem Turiner Grabtuch identisch. Als hätte es der Künstler zum Vorbild genommen. Diese Porträtzeichnungen wiederholen sich im 6. und 7. Jahrhundert und breiten sich über Europa aus. Und der Ursprung scheint die Vorlage aus Edessa zu sein. Jesus mit langen, dunklen Haaren, Mittelscheitel, dem nachdenklichen Stirnrunzeln und erhobenen Augenbrauen sowie einer langen Nase. Plötzlich scheint alle Welt Jesus Christus zu kennen. Eine Standarddarstellung bis auf den heutigen Tag. Ihr Ursprung liegt im 6. Jahrhundert in Edessa. Diese Säulen stammen aus der Zeit König Abgas. Allerdings ist die Silhouette dieser Stadt heute von Minaretten beherrscht. Das Mandilion, das Tuch aber, machte Edessa zu einem so bedeutenden Zentrum christlicher Wallfahrt, dass rund 300 christliche Kirchen die Stellung hielten, auch nach Übernahme durch den Islam. Das Tuch war für die byzantinische Armee von solcher Bedeutung, dass sie im Jahre 1000 jeden Widerstand überwand und in die Stadt eindrang. Die Stadt wurde verschont, muslimische Geiseln freigelassen und Geld angeboten. Einzige Bedingung: Herausgabe des heiligen Tuches. Das besagte Tuch aus Edessa kehrt im Triumph nach Konstantinopel zurück, damals Hauptstadt des christlichen Reiches im Osten. Diese antiken Gesichter starrten auf die byzantinische Armee, als sie siegreich mit dem Tuch nach Konstantinopel zurückkehrte. Von dem Ereignis berichtet ein damaliger Geschichtsschreiber. Es hatte die Bedeutung einer zweiten Bundeslade, wenn nicht gar mehr. Mit Worten unbeschreibbar sind die Freudentränen und Dankgebete in der ganzen Stadt, als das göttliche Bild durch die Straßen getragen wurde. Die Menschen glaubten, die Stadt würde nun für heilig erklärt und sei auf ewige Zeiten geschützt und uneinnehmbar. Der Historiker Professor Gino Zaninotto. Die Menschen glaubten, das Tuch von Edessa würde nur ein Gesicht zeigen, da das Tuch vierfach gefaltet war. Wäre das ganze Bildnis zu sehen gewesen, hätte man es für ein heidnisches Vorbild halten können. Doch bei der Ankunft des Tuches am Abend des 17. August 944 erwähnt Georg, der Stadtschreiber, Gesicht und oberen Teil des Körpers. Und ein weiterer Zeuge erzählt ganz eindeutig, das Tuch von Edessa zeige den ganzen Körper von Jesus Christus. Der Schriftsteller Ian Wilson zieht den Schluss. Das Tuch war in Konstantinopel nur dem Kaiser, seinen engsten Vertrauten und den höchsten Kirchenvertretern zugänglich. Nur in Momenten äußerster Bedrohung wurde es dem Volk gezeigt, um es mit göttlichem Beistand zu ermutigen. Wurde es dabei aufgefaltet und der ganze Körper gezeigt? Sicher. Und so sah es ein durchreisender französischer Soldat, der uns folgende Beschreibung hinterließ. Ein Tuch voll ausgebreitet, sodass wir darauf unseren Herrn, den Erlöser, erkennen konnten. Der französische Kreuzritter Robert de Clary nennt das Tuch ein Grabtuch. Im Jahre 1203 ist Konstantinopel in höchster Not.
Die Kreuzritter lagern vor den Mauern der Stadt. Die Eroberer dringen bis zum Thron des Kaisers vor, legen die Stadt in Schutt und Asche. Konstantinopel wird bis auf die Mauern geplündert und ausgeraubt. Auch das Tuch verschwindet spurlos. Die Kreuzritter ziehen sich mit ihrer Beute nach Frankreich zurück. Haben sie auch das heilige Tuch mit dem Bildnis Christi geraubt? Die stolzesten unter all den Kreuzzugkriegern sind die Ritter vom geistlichen Orden der Templer. Geheimnis umwittert und verschwiegen. Mit ihrem zusammengetragenen Reichtum fordern sie Eifersucht und Missgunst der Könige und Päpste heraus. Gerüchte machen die Runde über Götzenanbetung und geheimnisvolle Rituale in ihren Kapellen. Im Jahre 1307 werden die Templer auf einen Schlag zu Tausenden verhaftet. All the Templars denied idolatry. Alle Angehörigen des Templerordens leugneten Götzenverehrung. Unter den mit Folter erpressten Geständnissen findet sich auch dieses. Wir verehrten einen menschlichen Kopf, blass und farblos, ohne Silber- oder Goldschmuck, aber mit einem Bart wie wir Templer. Ein anderer gestand: Der Kopf hatte vier Füße, zwei vorne, zwei hinten. Sollen diese verworrenen Geständnisse wirklich das Mandilion oder das Grabtuch beschreiben? Molly Drew wollte 1946 nur Kaminholz holen. Plötzlich sah sie ein Gesicht. Das Gesicht, das die Templerritter verehrten. Nur eine einzige Zeichnung des Gesichtes wurde jemals gefunden. Von Molly Drew im Temple Coombe, England. Ist das Gesicht von Christus nach der Vorlage des Mandilion gemalt? Nicht einmal unter Folter waren die Ritter des Templerordens bereit, den wahren Gegenstand ihrer Verehrung zu verraten. Als letzte Verurteilte wurden die beiden Meister Jacques de Molay und Geoffrey de Charny 1311 verbrannt. Geoffrey de Charny, so hieß auch der Ritter, der später das Grabtuch zum Vorschein brachte. Nur eine Generation später taucht das Grabtuch in Liray in Frankreich auf, bei dem französischen Ritter Geoffrey de Charny. Obwohl nicht zu beweisen, ist man versucht, einen familiären Zusammenhang herzustellen. Doch eines gilt als sicher. Jener Ritter Geoffrey de Charny, der hier in Liray lebte, war nicht irgendein Krieger aus einem französischen Provinznest. Er war viel bedeutender. He was far more important than that. Ritter de Charny war über seine Frau mit Herzögen und Königen verwandt. Er stand in hohem Ansehen, schrieb sogar ein Buch über Benimmregeln für Ritter. Als er in einer Schlacht gegen die Engländer fiel, wurde nur ihm die Ehre zuteil, mit der französischen Fahne beerdigt zu werden. Monsieur de Charny scheidet als Betrüger und Fälscher wohl aus. Das Grabtuch stamme etwa aus dem Jahre 1300, so das Urteil nach der umstrittenen Carbondatierung. Bei dieser Methode wird das Alter über den Anteil radioaktiver Isotope des Kohlenstoffs bestimmt. Aber könnte das Testergebnis durch unbekannte Einflüsse verfälscht sein? Durch die vielen Untersuchungen vielleicht oder gar durch das Feuer und die teilweise Verkohlung des Stoffes? Nein, daraus kann ich keine Veränderung der Radioaktivität ableiten. So Professor Michael Tite. Er hatte die Tests 1988 durchgeführt. Könnten Verunreinigungen oder Fremdeinflüsse die Carbondatierung beeinflusst haben? Nicht, dass ich wüsste. Was ihn so sicher mache. Es gibt nie hundertprozentige Sicherheit, aber 99-prozentige. Es gab die Idee, das Abbild auf dem Tuch könne durch ein explosionsartiges Aufglühen oder Strahlung, ja vielleicht durch Radioaktivität entstanden sein. Könnte das Ergebnis beeinflusst haben?
Tja, ein merkwürdiger Griff nach einem rettenden Strohhalm für eine Erklärung. Merkwürdig, in der Tat. Wissenschaftler sind heute von ihrer Radiocarbon-Methode ebenso überzeugt wie einst die Passagiere von der Unsinkbarkeit der Titanic. Dennoch haben wir ein Beispiel, wie sehr die Wissenschaft daneben hauen kann. Dieser Brite aus Vorzeiten starb durch einen Ritualmord. Die Opfergabe wurde in Torf konserviert und erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt. Die Ergebnisse der Altersbestimmung schwankten von Labor zu Labor bis zu 800 Jahren. Also, wie zuverlässig ist diese Methode? Der Vulkanausbruch, der einst die griechische Insel Santorin fast vollständig zerstörte, erschütterte das Mittelmeer und mag einen Teil der Bibelgeschichte erklären. Eine Springflut habe die Armee des Pharaos in die Tiefe gezogen. Und wann? 2600 oder 1100 vor Christus? Die Laborschätzungen liegen 1500 Jahre auseinander. Und bei dieser Mumie im Museum von Manchester kam man mit der Radiocarbon-Methode zu dem erstaunlichen Schluss, die Knochen seien 1000 Jahre älter als die Tücher, in die sie gewickelt waren. Ein junger russischer Wissenschaftler in Moskau gesteht ein, die Methode könne sehr wohl zu falschen Resultaten führen. Professor Dmitri Kuznetsov. Leinentuch besteht aus Zellstoff, und dessen spezifische Moleküle enthalten mehr Kohlenstoff 14 und Kohlenstoff 13 im Vergleich zu anderen Molekülen dieser Pflanze. Chemisch betrachtet bedeutet Leinenproduktion eine Anreicherung mit Kohlenstoff 14 und Kohlenstoff 13 Molekülen, vergleichbar mit Flachs. Die Verunreinigung durch Feuer, durch Verbrennung, spielt bei Leinen eine sehr entscheidende Rolle. Es wird mit radioaktivem Kohlenstoff angereichert, mit Carbon-13-Isotopen. Und die haben auf jede Altersbestimmung mit der Radiocarbon-Methode einen wesentlichen Einfluss. Wir haben ausreichend Daten vorliegen, die uns gegenüber der Altersbestimmung des Grabtuches skeptisch machen. Und aufgrund unserer Experimente und Daten glauben wir, dass die Reliquie tatsächlich älter ist als aus dem Jahr 1300. The real age of this relic is much older than 1300 years. Es gibt keine eindeutigen Erklärungen für das Rätsel um das Turiner Grabtuch. Entweder ist es die genialste, unglaublichste Fälschung oder die heiligste Reliquie aller Zeiten. Diese Frage bleibt offen, ungeachtet der Radiocarbon-Datierung. Warst das du, Jesus von Nazareth? Waren das die Lippen, über die die Worte der Bergpredigt kamen? Ist das das Gesicht meines Richters an meinem letzten Tag? Bleiben Sie neugierig.